So, herzlich willkommen zurück zu Code Vein in einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir uns durch diese Flammenhölle durchgearbeitet und sind mit absolut letzter Kraft und der letzten bisschen Heilung, die wir noch zusätzlich aufbringen konnten, an dieser Mistel hier angekommen. Ich glaube, wir haben alles aufgesammelt, was an dem anderen Weg war. Und haben, wenn ich es richtig sehe, jetzt da einen weiter Weg. Ja, und hier sind wir runtergesprungen. Ja, es gibt nur einen weiter Weg. Ich habe mein Equipment, also nicht mein Equipment ausgetauscht, aber wir haben eine ganze Reihe an neuen Fähigkeiten. Wir sind jetzt auf Isis und haben tonnenweise Elektrofähigkeiten. Ich habe die alle einmal kurz auf den Gegner da hinten gefeuert aus der sicheren Entfernung raus, um rauszufinden, was sie machen. Es ist alles mit Elektro. Das ist das letzte, der letzte Blutcode, den wir haben, der mir erlaubt, mein aktuelles Equipment, die drei Sachen hier beizubehalten. Danach müssen wir unser Equipment wechseln und andere Waffen und einen anderen Blutschleier ausrüsten. Da werde ich mich dann irgendwann, wenn es soweit ist, offscreen drum kümmern. Aber jetzt haben wir erstmal ganz viel anderen Kram, den wir leveln können. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen, wir können... das Ding hier war ziemlich stark. Es cast sich so auf den Boden. Und bam, Insta-Kill. Sehr, sehr coole Sache. Außerdem haben wir als passive Fähigkeit dabei Ikor-Schwur. Wir haben mehr Ikor, dafür ein bisschen weniger Leben. Weiß nicht, wie viel weniger es war. So, aber wir sollten auf jeden Fall diese ganzen... Ne, danke. Okay, es dauert ein bisschen lange zum Casten. So, und natürlich ist nach wie vor... Wo kam der denn her? So, problematisch ist... Eigentlich wollte ich noch das Talent ausrüsten, dass wir langsam Schaden heilen können, den wir erleiden. Allerdings... Oh, fuck. Außerdem haben wir jetzt so einen richtig coolen Jump zurück, der auch ein bisschen Schaden macht. Hier unten auf A liegt der. Den möchte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr benutzen. Der scheint ziemlich stark zu sein. Also nicht stark, aber ziemlich gut zu benutzen. Time to head on up. Jo. Ist ein bisschen schwer zu sehen, wo es hier weitergeht, weil alles so hell und rot ist. Also da hinten kommen wir nicht hin. Ich glaube bisher... Hier könnten wir runterspringen, aber das ist der Weg, von dem wir gekommen sind. Okay, da scheint nichts zu liegen. Hier können wir einfach runterspringen. Ich habe einen Gegner gehört. Du da. Der scheint ziemlich böse zu sein. Alter, guckt euch den Schaden von diesem Blitzsturm an. Der ist richtig gut. Natürlich dürfen wir weiterhin im Feuer rumlaufen. Gibt es eine Leiter hoch? Ich möchte... Oh Gott, der Weg sieht nicht so aus, als müsste ich ihn laufen. Gehen wir erstmal... Ah, ich glaube, hier korrigieren wir das Item, was wir eben hier oben liegen sehen haben. Ja. So. Und jetzt haben wir die Wahl zwischen diesem Weg und der Leiter. Und Überraschung, ich nehme die Leiter. Da unten möchte ich nicht unbedingt nah lang gehen, wenn es sich vermeiden lässt. So. Einen Moment mal ganz kurz. Okay. Sehe keine weiteren Gegner. Also wir könnten hier runterspringen. Das ist der Weg, aus dem wir, von dem wir gekommen sind, oder?
Ja, so ziemlich. Ich will diese Feuerpassage da hinten nicht lang gehen. Wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Ha. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Na dann. Lauf. Ah. Unangenehm. Natürlich gibt es hier diese komischen Rollbälle. Ah, der Zauber scheint die zu one-shotten. Das ist gut. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Hier haben wir Feuerwände. Okay. Und... Okay, wir haben kein Ikor mehr. Ich wollte gerade sagen, fast kein Ikor mehr, aber wir haben gar nichts mehr. Da oben liegt ein Item. Ich habe jetzt aber noch keinen Weg da hoch gesehen. So, hier sind einige Gegner. Aua. Ich habe eigentlich den anderen anvisiert gehabt, aber das ist auch okay. Aua, 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 aua. Schnell die Typen töten. Und direkt noch eine Heilung hinterher. Da oben ist eine Kiste. Es war ungeil, dass ich in die Feuerwand gedasht bin. Okay. Hier lang oder... Hinten liegt was, ne? Ich sehe da aber auch einen Gegner. Das ist echt unangenehm hier alles. So. Wachs. Ach, das ist diese komische, unaussprechliche Chrom. Ah. Nee, an dem Typen möchte ich gerade nicht vorbei. Erst einmal umgucken, gibt es hier noch irgendwas anderes. Ja, der stampft da schon so voller Erwartung. So, dann... Okay, perfekt. Wird Backstep getroffen. Und noch ein Backstep. Der Typ ist richtig übel im Stunlock. Leider hält er auch ohne Ende aus. Ah, das war's für ihn. Jawohl. Nein, danke. Okay. Deine komischen Bälle sind weg. Okay, dann gehen wir doch hier weiter. Erstmal. Weißes Gewand. +6. So, zudem sollten wir schön langsam gehen. Dann kriegt er direkt einen Backstep. Vielleicht fällt er sogar runter. Er fällt runter und ist tot. Blöd für ihn. Weil der Typ da unten ist doch garantiert nicht tot. Na, scheinbar doch. Ja. Nee, noch hätten wir nicht down. Ah, da vorne liegt noch was. Hätte ich jetzt fast übersehen. Ein Plüschtier. Niedlich. Ah, und hier ist schon wieder eine neue Mistel.
Das ging jetzt relativ schnell. We're not far. Hang in there. Die aktivieren wir kurz. Aber wir benutzen sie noch nicht. Wir haben noch genug Heilung. Und hier noch einiges, das ich gerne erkunden würde. Sorry. Moving out. Zunächst einmal gerne den Typen. Schön langsam. Und zack. Ich glaube, das wäre ein Weg gewesen, in den wir ansonsten reingelaufen wären. Ach, guck mal. Der da hinten sieht auch nach Serious Business aus. Nee, ich würde den gerne anvisieren. Die Fähigkeit gefällt mir richtig gut. So. Bam. Ja, der Typ heilt mehr aus als alle anderen. Königinnen Titan. Nett. Das Zeug brauchen wir. Okay. Jetzt haben wir hier soweit alles durch. Ich glaube keine Sekunde, dass die Typen schlafen hier. Ja, sag ich doch. Also schlafen, ich meine tot sind. Ihr könnt niemanden hinter das Licht führen. Eine Giftpatrone. So. Aber wir sind noch lange nicht durch. Königin Stahl. Müssen wohl gerade ins Titanengebiet reinkommen. Ha. Ah, okay, wir sind wieder hier. Nur wie kommen wir da hoch zu der Kiste? Sagt uns die Karte etwa. Oh Gott. Das riecht nach Boss in der Richtung. Wo ist die Leiter, mit der wir da hochkommen? Die muss hier irgendwo sein. Gucken wir erstmal. Just as ordered. A new ladder. Hier oben kann man noch um die Kante rumgehen. Ach, guck mal, da liegt auch noch ein. Don't be ridiculous. We aren't going to leave you behind. Was auch immer das für ein Überrest ist. Ich versuche gar nicht erst das auszusprechen. Es wird sowieso grauenvoll. So. Okay, hier sind wir noch nicht lang gegangen. Das ist dieser ellenlange Feuerweg. Dann sollte ich mich vorher auf jeden Fall heilen. Dann let's go. Da. Was haben wir hier? Königinnen Titan, schon wieder. Das ist nett. So, den Typ abschießen. Dich habe ich natürlich auch gesehen. So, für den letzten Lebenspunkt von dem brauche ich keinen. Wo kam der her? Die komischen Affen. Immer irgendein Hinterhalt. Königinnenstahl. Da kann mir keiner erzählen, dass hier nicht noch mehr von denen sind. Ausaktivator. Überrest E. So, aber wir haben noch eine Kiste vor uns. Also das Gebiet ist eklig, aber zum Glück relativ leicht alles zu finden. Wir sind keine Gegner mehr? Das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Verlustsplitter L. Hier wird doch irgendwo noch was sein, oder? Nicht? How's this?
Wo kommen die her? Ich habe doch nach oben geguckt. Sieht, als würden sie aus dem Himmel fallen. Let's open it up and see, shall we? Verbrannter Kriegshammer plus 6. Mittlerweile finden wir die guten Waffen. So. Okay. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich... Ich wüsste jetzt nicht, wo wir hier in dem Gebiet noch hin müssten. Würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Mistel, ja. Also hier runter. Gegner sollten alle tot sein. Ja, ja. So, und dann hier hoch. Moment. Von hier aus kommen wir gar nicht zu Mistel, oder? Nee. Ein Glück, dass ich als erst den anderen Weg gegangen bin. Ah, das wird mich auch mindestens noch eine Heilung kosten, das Ganze hier. Nutze ich jetzt am besten. Nicht in die Flammenwände rennen. So. Über die Kiste. Okay, und dann hoch und dann sollten wir wieder bei der Mistel sein. Perfekt. So, jetzt möchte ich einen kurzen Blick in die Richtung riskieren. Aha. Ist das die Krypta? Just hold on, Emily. Ja, wir wollen ja Emily retten. Oha, das sieht nicht gut aus. I've been waiting for you. Er wartet immer auf mich. Mach ich. So, Überrest 2, 3, 4. Wir können alles herstellen. Überrest 1 haben wir ja schon fertig. Glutumkehr. Stärke, Willenskraft plus. Zeitmangel. Emilys Erinnerung. Fangen wir bei 2 an, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, was dieser komische Besitzer von dem Waisenhaus so getrieben hat mit ihr. Sie hat sich ja angeblich freiwillig für die Experimente gemeldet. Bin mal gespannt, ob das überhaupt stimmt. Reinforcements! 2 o'clock! Damn it, they just keep coming. Miguel, Emily, we're falling back. I can't walk anymore. Come on, fight. It's just a bit farther. We're all going back home alive. Da war Yakumo scheinbar noch mit Miguel ein Team. Hey, we're heading back to the front after we eat, right? I want to make sure I go out there with a full tank. Are you hanging in there, Emily? I'm just fine. Your onigiri really did the trick, Yakumo. The fighting's been hot for a while. Take it easy. Watch yourself. Es war wohl seine Waisenhausgruppe. Das ist Quietschen. Klang, als würde jemand... You need to get some rest, or else you're gonna be all groggy tomorrow. Whenever I think we'll have to listen to Mito forever, it makes it hard for me to fall asleep. Don't worry. I don't intend to let that happen. I promise, one of these days we're going to take our freedom back. And I mean all of us. Together. Yeah, I like the sound of that. I have no idea what I'd do without you guys. Ich frag mich, wie kann Mido überhaupt die Kontrolle und die Macht über sie alle haben? Es ist ja eigentlich nur ein einzelner Typ. Irgendwas muss er haben, warum er in der Lage ist, so viele Leute zu kontrollieren und seinem Willen aufzuzwingen. Und ich meine nicht nur, weil er ein
Doktor der Königin da irgendwie war und er hat ja irgendwie sein gesamtes Waisenhaus zu Wiedergängern gemacht, um die Menschheit nach vorne zu bringen. So ein Arsch. Ich meine, wie sollte es die Menschheit nach vorne bringen, wenn danach keine Menschen mehr übrig sind, ne? Naja, ich denke mal, Überreste 3 und 4 werden uns Aufschluss darüber geben. I've been waiting. Please, spin a thread of memory for me. Nummer 3. Mido haben wir jetzt da gar nicht gesehen. Die waren... What the hell is this thing? Nothing we do even faces it. It looks like they've got us surrounded. We need to open an exit. I'll create a distraction. I want both of you to use it to escape. Destroying their footing should slow them down. Can you do that, Emily? You bet. Just say when. Das muss ein It's because I'm always watching you, Yakumo. My body just responded on its own. You're watching me? Oh, you know, as an example of what to do. I need to learn how to pull my own weight, right? Aww. I like your attitude. Looks like we don't have time to sit around and chat. Scheint so eine Frohnatur zu sein. Hat nichts von all dem verdient. Folter und alles. I'm gonna buy you some time. So run while you can. Don't be ridiculous. We aren't going to leave you behind. It's either that or all of us are lunch. I want at least you two to get out of here. Ja, was mit Yakumo danach passiert, das wissen wir, glaube ich. So. Keep your eyes forward and move. Yakumo! Das war in dem im Krieg und danach wusste Yakumo nicht mehr, wo sie sind. Scheinbar wurde hat Mido sie die beiden danach wieder eingefangen irgendwie. Weil das erste Fragment, wo Emily gefoltert wurde von ihm und in einen Nachfolger verwandelt wurde, das war ja scheinbar zeitlich sehr weit danach. Das muss davor gewesen sein mit dem Kampf. Und Yakumo hat sich geopfert und ist als Wiedergänger natürlich überlebt. Also beziehungsweise er wurde, glaube ich, dann zum Wiedergänger gemacht. Das haben wir dann in seinen Erinnerungen gesehen, als er da aufgewacht ist. Und ich denke, im Überrest 4 wird jetzt wahrscheinlich Mido seinen großen, ekligen Auftritt haben. Aber es hieß im ersten, sie hätte sich freiwillig gemeldet. Aber sie hasst Mido, warum sollte sie das tun? Oh, good. You're finally awake, Emily. What happened? We were surrounded by those monsters, and then... That bastard Mido told me when I woke up. Apparently, he brought us back to life as revenants. And we aren't the only ones. He's done the same thing to Yakumo and the others, too. He's waiting for everyone to wake up. I don't know much else, though. Aber warum kann er sie danach kontrollieren? Warum haben sie als Wiedergänger nicht einfach Midos Arsch versohlt? Only two of you woke up? Well, I guess it will have to do. It's time to put you to work. Are you kidding me? Why would we ever listen to you again? Because obedience is your only option. Unless you want me to dispose of your sleeping friends, that is. Das erklärt. You son of a... Töte ihn einfach. Task is simple.
Defend me from the frenzied queen, laying down your very lives should it prove necessary. I expect you to serve me diligently in this purpose. Wahrscheinlich töten sie ihn nicht, weil dann Yakumo und die anderen gar keine Chance haben, jemals wieder zu erwachen. Was ein ekliger Bastard, ey. And each time, I felt something important slip away. The only thing I had to look forward to was the day when Yakumo would finally wake up. Und den Moment hat sie nicht mehr miterlebt. Was ein Bastard. Warum hat er sich nicht selbst... Your efforts have provided me with a fine sample. The queen will fall. And humanity's next evolution will blossom. I expect nothing but continued success from you. Oh, ich will den Typen so gerne vor meine Flinte bekommen. Warum hat er sich nicht selbst zum Wiedergänger gemacht? Soll doch selbst seine komische Menschheit-Evolution machen. Wenn er sagt, dass es wirklich eine Evolution ist, warum lässt er das, macht er es bei allen anderen, außer bei sich selber? Nach dem Fall der Königin hat er Emily dann zu einer Nachfolgerin gemacht. Vielleicht hat sie jedes Mal, wenn ein Wiedergänger stirbt, verliert er ein bisschen seine Erinnerung. Vielleicht hat Emily einfach sich selbst verloren, dadurch, dass sie so häufig für den Mido-Idioten gestorben ist. Und wusste nicht mehr, wer sie selber ist. Und hat sich dann quasi freiwillig gemeldet. Ich weiß es nicht. Ich möchte Emily retten. Die hat ein gutes Herz, nach dem, was wir wissen. Sie wollte nur ihre Freunde beschützen. I've been waiting for you. Please, spin a thread of memory for me. Keine Überreste mehr übrig. So, ich würde aber sagen, dass wir uns das hier für die nächste Folge aufheben. Ich denke, in dieser Folge haben wir genug Neues erfahren. Und das heißt, in der nächsten Folge ist Boss-Time. Fröhliches Sterben mit eurem Gastgeber Eptine. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich bleibe sogar bei den Elektro-Talenten, weil die sind eigentlich ziemlich praktisch. Aber erstmal müssen wir rausfinden, was es überhaupt für ein Boss ist. Für dieses Mal haben wir aber genug getan. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.